Gebt euch das mal, ihr lauft hier lang und dann, Alter, sieht das heftig geil aus. Tipp vom Profi Data Relation, da geht ihr essen und wenn ihr dann mit der Sahne schon hier guckt, sie so an und sie guckt euch an und ihr redet so und dann kommt aber dieser Moment, wo das Gespräch einfach wenn aufhört. Dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Und ich glaube, bei mir wäre es wirklich... Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, was war das so in der letzten Folge? Ich habe jetzt übrigens gerade die Hitboxen deaktiviert, weil die waren jetzt die ganze Zeit noch bei mir an. Was war das letzte Folge? Alter, ich komme immer noch nicht damit klar, was da passiert ist einfach. Also, dass das so kommt, wie es dann wirklich passiert ist, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber letztendlich hat es uns ja wirklich ganz schön was gebracht, muss man sagen. Also 7 Totems auf Undying. Wir können so oft sterben, ohne dass uns das überhaupt juckt. Ich habe hier jetzt immer nur einen in der Hand. Aber der Rest ist oben. Und wir haben übrigens auch 61 Emeralds gemacht gestern, oder? Nee, 32, tut mir leid. Also, dass das aus der Folge wird, was es dann geworden ist, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Naja, trotz dessen, Leute, auch wenn wir letzte Folge ein bisschen Action hatten, würde ich heute wieder gerne weiterbauen. Denn ich will heute hier wieder meinen Hafen weiterbauen, in Anführungszeichen, zu vielleicht auch beenden, aber bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ja, und das fehlt zum Beispiel schon, da muss ich jetzt ein bisschen kurz was abbauen. Denn Leute, ich brauche tatsächlich jede Menge Cobblestone noch. Ich fahre mir jetzt gleich ein bisschen mehr, denn wir müssen das hier müssen wir ja so oder so abtragen, deswegen ist es auch ganz gut, dass ich das jetzt so abtragen kann und dann sogar noch einen Nutzen aus den Materialien ziehe. So, denn ich habe jetzt hier ein paar Stacks und ein bisschen was davon kann ich auch gleich schmelzen. Und denn das Ding ist, wir brauchen Cobblestone jetzt für die, Zäune in Anführungszeichen, die ja da oben dann raufkommen. Und ich gehe ganz kurz mal schlafen, weil das ist ja schon wieder Nacht. Das ist echt unfassbar. So, und dann haben wir jetzt alles, denn ich muss ja jetzt hier einfach das Design fortführen. Heißt zack, zack, zack. Und hier noch einen hin. Und theoretisch muss hier sogar, weil das ist ja alles schräg. Und, oh je, ich weiß gar nicht, wie ich das hier baue, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass es hier schräg ist, können wir gar nicht unser normales Design fortführen, außer wir machen so. Aber spätestens hier müssen wir dann wirklich sagen, dass wir hier einfach die Zäune so placen. Weil anders geht es einfach nicht. Hier kann zwar auch ein Zauntor zwischen, später. Aber sonst geht es halt wirklich anders nicht. So, jetzt haben wir das hier bis zum Ende geführt. Und jetzt muss hier vorne... Also erstmal das hier muss weg und hier vorne muss noch das ran und dann kommt nämlich dort überall so ein Knöpfchen ran und das geht jetzt einfach fortführend weiter. So genau und jetzt müsste das von hier unten schon mehr nach unserer Mauer aussehen. Ja, sogar sehr schick muss ich sagen, gefällt mir, Alter, sieht gut aus. So und jetzt würde ich jetzt allererstes erstmal immer unsere weltberühmten Zäune hier vorsetzen. Und Wufi, alles ist gut, Alter. Mach mal jetzt nicht so einen Stress hier. So, dann haben wir die jetzt auch gesetzt. Und jetzt geht's ans Ausdetailen. Bedeutet, wir brauchen jetzt ganz viel von den Treppen, von Steinziegeltreppen, genau. So, Leute, ich habe jetzt hier überall die Treppen reingebracht. Ich muss sagen, mir gefällt das echt gerade richtig, richtig gut. Das sieht richtig cool aus. Und das nächste, was wir jetzt machen, und es tut mir leid für die Ruckler, das, Alter... Das nächste, was wir jetzt machen, ist die Falltüren. Die Falltüren bringen wir jetzt schnell an. Und ich werde gleich, war das unten oder oben, wo wir das Glowstone immer hingetan haben? Und das sieht man hier gar nicht. Die Frage ist, bringen wir hier unten und oben vielleicht sogar Glowstone an, damit es einfach mehr beleuchtet ist, oder bringen wir nur oben Glowstone an? Ich würde sagen, wir machen erstmal nur oben Glowstone rein und gucken mal, wie das dann aussieht. So Leute, ich bin jetzt gleich hier fertig. Also ich muss sagen, Alter, mir gefällt das gerade so gut, ne? Das Ding ist, hier ist jetzt auch gleich alles fertig. Ich musste mir jetzt nur nochmal einen Nachschub von den Falltüren holen, weil hier echt richtig, richtig was drauf geht. Ich habe richtig Angst eigentlich, dass es später noch anfängt zu laggen. Das wäre echt blöd. Und wow, das war das Noobigste, was ich jemals gemacht habe. Also Jungs, jetzt mal no self-push, ne? Aber gebt euch das mal. Ihr lauft hier lang und dann... Alter, sieht das heftig geil aus. Wirklich jetzt. Ja, die bekriegen sich jetzt selbst. Ist ja cool. So, einen hab ich und du auch. So, gebt euch das bitte. Und jetzt stellt euch vor, hier ist ein Haus. Stellt euch vor, ihr lauft hier lang und ihr geht da hoch und dann ist da ein weiterer Abteil. Hier ist alles besiedelt. Überall Häuser, überall dieser Baustyle. Alter, mir gefällt das so krass gerade, ne? Das sieht so heftig aus. Das sieht so geil aus. Und jetzt, hallo lieber Enderman, ich brauche die Enderperle bitte. Ja, 2 Ender Pearls.
Und jetzt müsst ihr euch halt wirklich vorstellen, hier ist Weg und dann geht das immer ab Teil höher für höher. Wisst ihr, wie ich meine? Dann wird es geht immer höher und immer hast du diese Wand. Diese Wand wird so ausschlaggebend für die City, die wir erbauen. Und hallo. Ich finde, das sieht so geil. Ich komme da darauf gerade selber nicht klar, wie heftig geil das aussieht, ne? Also wirklich jetzt, das sieht einfach... Es sieht einfach so hammermäßig aus. Es sieht einfach so geil aus. Ich feiere das gerade so hart. Ich mache mal ganz kurz Markierungen, damit ich weiß, wie wir das, also wie ich das hier bauen will. Ich habe ja gesagt, ich will so eine kleine Rundung reinbringen, damit ich weiß, bis wohin ich den Berg abtragen muss. Also ich hätte für den Anfang erstmal gesagt, irgendwie hier so, irgendwie so in die Richtung. Ja, wir machen erstmal so, lieber ein bisschen kleiner als zu groß. Och, das wird wieder, das wird richtig lustig. Und gehst du beim ersten Date lieber ins Kino oder zum Essen? Ich denke mal, die Frage ist relativ einfach beantwortet, Leute. Ich gebe euch kurz einen Tipp, okay? Tipp vom Profi Data Relation. Wenn ihr irgendwo, egal wo, wenn ihr irgendwo hingeht mit einem Mädchen, dann müsst ihr unbedingt irgendwo hingehen, wo ihr reden könnt, wo ihr zusammen euch kennenlernen könnt, wo ihr nicht eine unangenehme Stille habt und dann euch denkt, fuck, was soll ich sagen, sondern wo es irgendwie immer ein Gesprächsthema gibt, beziehungsweise ihr euch auch mal mit was anderem beschäftigen könnt, als mit dem Reden. Und da ist Essen natürlich das Beste, was du tun kannst. Weil das Problem ist, ihr werdet merken, so ein erstes Date und ihr habt so eine richtig so ein, wisst ihr, ihr trefft euch mit so einer richtigen Sahneschnelle. Wisst ihr, was ich meine, so eine richtige Sahneschnelle, aber so richtig. Ihr trefft euch mit so einer richtigen Sahneschnelle. Jeder Mensch, egal wie selbstbewusst ihr seid, jeder Mensch wird in so einem Moment nervös. Ich weiß nicht, mein Mund wird dann meistens trocken, also so richtig trocken. Und ich verliere die Wörter und denke über alles nach, was ich sage, was übelst dumm ist. Weil ihr dann so oft den Faden von allem verliert und das ist richtig schwierig dann. Und das Kino, einfach Kino, ihr setzt euch zusammen dahin, guckt anderthalb Stunden einen Film, stupst euch vielleicht an, lacht oder so. Aber mehr ist da nicht, wisst ihr, was ich meine? Dann geht ihr essen und wenn ihr dann mit der Sahneschnitte, ihr guckt sie so an und sie guckt euch an und ihr redet so. Und dann kommt aber dieser Moment, wo das Gespräch einfach aufhört. Und keiner von beiden findet gerade ein neues Gesprächsthema oder traut sich irgendwas zu sagen oder so. Und dann ist das so richtig unangenehm. Und wenn ihr dann irgendwie in der Bahn sitzen würdet oder wenn ihr, weiß ich nicht, was machen würdet, wo ihr in einem geschlossenen Raum seid, wo ihr euch mit nichts anderem beschäftigen könnt, ist das die unangenehmste Stille, wo beide sich denken, fuck, was soll ich sagen, warum sitze ich hier überhaupt, Hilfe. Und da ist wirklich das Beste, wenn ihr einfach essen geht und dann nebenbei einfach was esst und währenddessen ihr kaut, fällt euch meistens dann was ein. Naja, hier der Profi, Jungs, der Profi. Aber wirklich, geht essen, geht niemals ins Kino. Kino ist das Schlechteste. Das Schlechteste, was ein Mensch tun kann, um einen anderen Menschen kennenzulernen. Wirklich jetzt. Netflix geht noch, weil Netflix könnt ihr selber ausmachen und könnt auch miteinander laut sprechen und so. Aber im Kino, wenn ihr jetzt keinen kompletten Saal gebucht habt, sind meistens irgendwelche anderen Leute da, die sich gestört fühlen und die sich dann übelst aufregen, wenn ihr irgendwie mal laut seid. Leute, ich bin hier jetzt fast fertig. Also es ist das letzte Stück und ich habe mir noch eine Frage ausgesucht, die ich sehr interessant finde. Hier steht, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Und ich glaube, bei mir wäre es wirklich einfach nur hoch und tief. Punkt. Aber mit Punkt. Mit Punkt. Weil ich finde, Punkt verdeutlicht nochmal, dass es so ernst ist. Weil, guck mal, ich glaube, jedes Leben hat Höhen und Tiefen. Ich glaube, bei mir passt das super gut. Weil manchmal geht es einfach übelst hoch hinaus und danach pralle ich übelst auf den Boden und denke mir, geil, lief gut. Und dann gibt es halt dafür danach auch wieder ein Hoch, so. Das ist, ich glaube, hoch und tief oder Höhe bis zur Tiefe oder irgendwie sowas, glaube ich. Das würde am heftigsten oder würde für mich am besten sein, denke ich. Oder für mein Leben. Wenn ihr, oh, das würde mich interessieren, wenn ihr solche Namen habt, ne, wie wir euer Leben, wenn es in einem Buch wäre, welches Titel hätte es so? Also euer Leben. Lol, das war richtig kacke umschrieben, glaube ich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich wirklich interessieren. Weil ich glaube, jeder ist auch so ein bisschen anders. Jeder wählt auch einen anderen Titel und hat halt auch eben sein eigenes anderes Leben als andere. Lol. Aber das sollte ja an sich klar sein. So sieht das jetzt aus und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und jetzt will ich hier wieder, und ich glaube, manche können es schon ahnen, dort wird es ja, hier wird ja so ein Dreiergestrüpp sein. Zum Beispiel hier bis hierhin 3. Keine Ahnung, bis hier 3. Und ab hier oder ab dort sind es dann eben 5, die es hochgeht und nicht mehr 3. Und dann geht es da wieder hoch, wisst ihr? Und so will ich das überall erhalten. Dass du hier hochkommst, da hast du da die kleine Neigung, da geht's höher.
Vielleicht geht es da auch nochmal höher, mal gucken. Irgendwie so. Und dann gehst du aber gleichzeitig auch hier nach oben. Und dort vorne geht es auch wieder höher. Und da geht es dann wieder höher. Wisst ihr, ist ein bisschen höhenkomplex. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall verständlich. So, und das wäre das Endresultat. Da oben fehlen natürlich jetzt auch die ganzen Zäune. Und warum sind hier so viele Spinnen zur Hölle? So würde das dann für heute erstmal aussehen. Damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.